Und keine Sorge, ihr kriegt nachher gleich Gesellschaft. George! Ja, das klappt halt aber wirklich langsam. Du bist auch noch Level 7. George. Komm. So, noch zwei, dreimal du. Und einfach ein Level up bekommen. Da wirst du auch erstmal ausgemustert. So. Mhm. Gut, weg mit der Figur. Und weg mit der Tür. Wenn ich sie denn wegmachen kann, so. Geld und Holz ist noch genug da. Nehmen wir mal 4 Vogelscheuchen Übungspuppen. Das war nicht so geplant. So. George. Wenn alle auf Level 10 rum sind. Wir haben ja bereits Plattenpanzer, oder? Ja. Das heißt, jetzt geht es erstmal oben in Richtung Arbeitergeschwindigkeit. Und dann unten in Richtung Offensivstrategien. Wobei ich eigentlich auch gerne kosteneffizient. Also erstmal die drei und dann in Richtung Offensivstrategien. Ja, das ist eine gute, das ist ein guter Plan. Wobei ich irgendwann mal auch die Betten ersetzen müsste. Also eins kann ich schon mal ersetzen. Das ist nicht so teuer. Kostet halt hauptsächlich Stein, weniger Gold. So. Und das mit dem Zugang zum Thronsaal ist auch erledigt. Dann erst die Löcher hier unten schließen, die Löcher da oben schließen, das Loch hier schließen und dann können wir uns daran machen, das hier zu schließen. Ich hoffe mal, dass es ihnen wenigstens noch bis Stufe 9 reichen wird. Ich habe jetzt 11 Zwerge, die sich... Habe ich auch wirklich 11? 4, 6, 7, 9, 11. Ja. König zählt irgendwie nicht mit. Beziehungsweise mein Prinz eben. Mit seiner coolen Axt und seinem Schild. Sieht er wenigstens besser aus, als er früher ausgesehen hat mit dem Holzschwert. George.
Wie viel kosten 10 Eisen? 100 Gold. Wisst ihr was? Ich setze die 100 Gold mal. Und mache aus dir noch einen Kämpfer. So. Wir haben einen Level 9 Kämpfer, alles andere ist noch Stufe 8. George. Und wir wahrscheinlich leider auch nicht so schnell Stufe 9 werden. Außer dir. Mhm. Vielleicht du noch. Außer du wirfst jetzt immer daneben. Nein. Weil du hingst leider etwas hinterher, Kumpel. Komm, du kannst trainieren gehen. Ich halte die beiden mal ein bisschen zurück. Wobei ich es irgendwie lieber gehabt hätte, wenn er noch auflevelt mit dem bisschen, was die Trainingsfigur noch hält. Auf jeden Fall weichere Betten, damit die Zwerge besser schlafen da drin. Ja, das könnte bei dir sogar auch noch klappen. So, noch einmal. Ein Treffer, komm. Komm, noch ein Treffer. Da war wieder der Frame Drop. So, noch ein Treffer von dir. Da du trainierst. So, und weg mit dem Ding. So. Nochmal das Spiel speichern. Und jetzt hier reinbuddeln. Am besten locke ich mal meine Truppen hierher, dass sie auch gleich bereit sind, alles zu verteidigen, wenn es soweit ist. Spinnen und Marmorsäulen. Das ist jetzt... nicht das, was ich gerade erwartet habe. Helft gefälligst mit. Oh. Das war mein Berg. Nein, tut mir leid. Das nehme ich jetzt so nicht hin. Also zurück zur Welt und wir laden gleich neu. Nein, nicht speichern. Wollt ihr das Spiel ohne Speichern verlassen? Also sehen wir uns gleich wieder im Spiel. So, ich hoffe, wir sind wieder alle da. Ich bin jetzt sauer. Mein inkompetentes Militär. Echt, ey. Haben mich einen Grabzwerg gekostet. Spul mal bitte vor. So, und jetzt töten. So, die dicke Spinne ist tot.
Jetzt tötet das dann noch. Danke. Und noch ein Bergarbeiter-Zwerg. So, ist ja schon mal cool, dass wir Säulenstücke für aus Marmor kriegen. Für unsere Thronsaal. So. Kann ich die verkaufen? Ja, die bringen ein bisschen Gold. Was hat das Ding zu sagen? Und hier ist Turmalin. Ich weiß nur nicht, ob wir den Zwerg dann erhalten sollen. Das muss eine Tafel von... Tafel von einem der verschwundenen Zwerge sein. Vielleicht finden sich dort ein Hinweis darauf, was hier geschehen ist. Mein Name ist Godri Pindhammer. Ich bin einer der vielen Clansführer, die sich hier versammelt haben. König Vater hat uns hergeschickt, um so viel Drachenblut wie möglich zu sammeln. Wir dürfen nicht scheitern. Das Ausmaß unseres Erfolgs wird den Ausgang dieses Krieges beeinflussen. Mehr steht auf dieser Tafel nicht, aber da müssen noch mehr sein. Ja. Gut. Grab mal das Turmalin aus. Und ich glaube, ich behalte den Gräber nicht. Obwohl doch ein zusätzlicher Gräberzwerg, ein dritter, ist gar nicht mal so schlecht, einen zu haben. Oh, und da ist sogar noch ein Raum aufgetaucht. Sehr gut. Ein Punkt reicht nicht. Ja, ich hätte gerne mein Militär noch weiter abgegradet eigentlich. Komm, das können wir uns noch mal leisten. Okay, unterm Drachenblut ist Turmalin versteckt. Genügend Turmalin zu haben, ist ja praktisch ein Muss. Und ja, die Turmalinader hier ist riesig mal wieder. Level up. Aber nicht für einen meiner Militärzwerge, wahrscheinlich für einen Forscher. Wie die da immer hin und her wuseln. So richtig akkordarbeitsmäßig. So, kriegen Sie jetzt hier meine Leiter. So, die sind beim Trainieren, da bin ich froh drüber. Jetzt könnte ich 10 Drachenblut für 1000 Gold verkaufen.
was eigentlich unser Geldproblem ein für alle Mal löst.